Die Dauercamper auf den Mainwiesen in Miltenberg waren die ersten, die die Auswirkungen des Hochwassers zu spüren bekamen, das momentan große Teile Deutschlands fest im Griff hat. Noch am Freitagnachmittag hatten die Camper eilig ihre Sachen gepackt, nachdem die Stadt Miltenberg vor einer Überschwemmung des Mainufers gewarnt hatte. Einige wenige blieben und brachten sich und ihr Hab und Gut auf höher gelegenem Gelände in Sicherheit. Laut deutschem Wetterdienst ist weiterhin unklar, welchen Pegelstand das Hochwasser erreichen wird. Die Situation in Unterfranken bleibt angespannt. Über Zuflüsse in den Mainfluss aufwärts könnten sich weitere Wassermassen in Richtung Miltenberg bewegen. Auch auf Seiten der Altstadt ist der Main über die Ufer getreten. Rechtzeitig hatte die Feuerwehr die Parkplätze am Zwillingsbogen räumen lassen und alle Zufahrten dicht gemacht. Am Minigolfplatz sind nur noch die Zaunspitzen zu erkennen. Auch der Gehweg dahinter ist teilweise überflutet. Auf dem Ausflugsschiff Astoria legten Mitarbeiter am Samstag letzte Hand an, bevor der Zugang zum Boot überspült wurde. Unter dem Steg rauscht das Wasser des Mains, mit dem die Miltenberger schon öfter zu kämpfen hatten. Extreme dieser Art sollen mit dem Bau der Hochwasserschutzwand der Vergangenheit angehören. Noch ist der Schutzwall nicht vollständig geschlossen, sodass nicht auszuschließen ist, dass Wasser in die Baustelle läuft. Besonders deutlich zeigt sich die Kraft des Hochwassers am ehemals kleinen Rinnsal, das vom Schnatterlochtor in Richtung Main fließt. Weiter oben hinter dem Tor drücken sich Unmengen Wasser mit lautem Getöse durch den Bachlauf. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird. Zumindest regnen soll es in den nächsten Tagen in Miltenberg nicht mehr.